Willkommen zurück zu einer weiteren unfassbar gespenstigen Folge Ghost of Tsushima. Wir spielen den Director's Cut auf der PlayStation 5 und machen die Geschichte von Ryuzo, unserem Strohhutfreund. Nicht zu verwechseln mit Ruffy, da wir hier ja im alten Japan sind, wollen wir ein bisschen Essen für ihn stehlen und heißen nicht Ruffy, sondern Ryuzo. Wie immer geht es direkt los. Sind das alle? Nur die Männer, die auch kämpfen können. Der Rest ist zu hungrig oder krank. Hoffentlich sind wir genug für den Raubzug. Eher sehen wir Kirschblüten im Winter, als dass wir uns diese Vorräte holen. Es gibt immer einen Weg. Vorzugsweise einen, der meine Männer nicht tötet. Die Geschichte von Ryuzo. Speer ist zurück. Los geht's. Viele Männer da drin. Und ein Signal oben auf dem Turm. Wenn sie Verstärkung aus der Bucht rufen, sitzen wir in der Falle. Die Mähen uns so. Sucht einen Ort, an dem ihr mich sehen könnt. Sobald ich ihr Signal zerstöre, greift an. Die töten dich. Falls ja, breche mich. Und hol dir ihr Essen. Das ist nicht witzig. Hier haben wir das vor. Sehr schön. Wartet auf mein Signal am Turm. Analysieren jetzt erstmal. So viele sind es gar nicht. Ich glaube, ich mache zum Spaß eine andere Haltung. Die Windkampfhaltung. Wie sieht das aus? Ja, sieht doch ganz nett aus. Das probieren wir mal. Über den Baumstamm kommen wir auf jeden Fall hier rein. Zack. Zack. Und ich zeige euch jetzt mal was Witziges. Wir haben ja diese Halluzinationspfeile. Und wo ist der Stärkste? Wenn ich ihn nämlich mit einem Halluzinationspfeil treffe, metzelt der nämlich alle anderen nieder. Wer ist denn da noch ganz stark? Der Junge dürfte auch nicht schlecht sein hier. In den Nacken. Und jetzt guckt es euch an. Zack. Zack. So, wir müssen gar nichts machen. Zack. 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 Er tötet sie alle für uns. Besser geht's doch gar nicht. Jawohl, rein da in den Turm. Und du wirst vergiftet. In den Arm. Und der Rest wird geattentatet. Zack. Jin. Wir schauen ihm in die Augen. Mit Mut. Nur ein Feigling schlägt aus dem Schatten zu. Und wieder diese Flashbacks. Und wieder diese Flashbacks. Weil wir die Leute heimlich töten. Und das meine ich. Dieses Spiel ist einfach unglaublich schön. Unglaublich gut gemacht. So, komm mal her. Na, wo ist er hin? So, Kettenattentat. 1, 2. Nice. Ja, ja, wo ist er denn? Ah, shit. Wir dürfen nicht gesehen werden. Ja, das ging irgendwie ein bisschen an mir vorbei. Hopsasa. Na gut. Ah ja, da oben steht es ja sogar noch. Löse keinen Alarm aus. Okay. Aber dann nehmen wir diesmal Halluzinationspfeil und zwar für den Dicken hier. Boom.
weil der dürfte bestimmt noch mehr Schaden machen als die anderen. So, was haben wir hier? Krass, der Junge ist echt nicht schlecht. Aber ich glaube, das sind einfach ein paar zu viel für ihn. Die machen ihn voll platt, gell? Naja, Zeit für ein Attentat. Scheiße. Ab in die Büsche. Zack. Und wieder zurück in die Büsche. Sehr schön. So, was haben wir da noch? Da chillt einer. Da chillen mehrere. Zack, Attentat. Darf nicht gesehen werden. Da ist noch einer. Zack, Attentat. Der wollte gerade Verstärkung rufen, miese Ratte. So, Giftpfeile. Schade, wir haben auch keine Giftpfeile mehr. Nix da. Schnell, Junge! Oh mein Gott, stirb endlich! Ach, wie soll ich eine Verstärkung rufen? Keller. Ah, wir müssen. Ah, okay, jetzt macht das Sinn. Wir müssen eigentlich nur den Alarm im Leuchtturm ausschalten und müssen dann gar nicht mehr leise sein. Heilige Nille! Der wurde aber gefällt hier. Noch mehr Pfeile. Dann nehmen wir den Kurzbogen. Perfekt. So, wir müssen. Scheiße! Wir sind aufgeflogen. Warum stehen denn da so viele? Verdammte Axt. Okay, dann weiß ich aber jetzt, wenn man halt einfach mal so ein bisschen auf die Mission achten würde, ne? Dass wir hier gar nicht irgendwie großartig irgendwelche verrückten Sachen machen müssen. Sondern einfach nur ihn natzen. Bam. Und dann gehen wir hier in den Leuchtturm rein. Zack, zack, Vorräte. Können wir da hochklettern irgendwie? Schalten den Alarm da aus. Und dann können wir die nämlich da unten alle platt machen. Gute Nacht. Kunai sind voll. Wie kann ich denn Kunai ausrüsten? Windglocken, Böller, Schwarzpulverbomben. Okay. Ausrüstung. Kunai. Cool, kann man verbessern. Mann. Wie kann ich die ausrüsten? Spielt ja jetzt erstmal keine Rolle. Wurscht, wir gehen weiter.
muss ein Signal geben. Dabei würden sie mich sehen. Perfekt. Wir geben Signal. Es ist Zeit, Iroso. Angriff! Jawollo! Guten Tag! Bye bye! Ja, fliegt! Zack! Bitte! Autsch. Zack. 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 Stirb. Ah, das scheint genau dagegen gut ausgerüstet zu sein. Damit ändern wir ganz kurz unsere Stance. So. Habt ihr das gesehen? In der Drehung ausgewichen. Ah, hier gibt es ordentlich Munition, sehr schön. Hier gibt es noch Vorräte. Ah, 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 das machen wir aber nicht. Oh shit, ausgewichen. Das war mein Kill. Ganz ruhig da. Hier können wir noch mitnehmen. Weil hier gibt es ja ultra viel zu looten. Mega nice. Das Lager ist hier nur so voll hier. Das kommt davon, weil du dich mit mir anlegen wolltest. Sehr schön. Was haben wir hier denn noch alles so? Sollen wir mal. Komm, zum Spaß, wir probieren mal so eine Brennfalle aus. Zack, Leiden beendet. Geht's dir gut? Da kriecht er im Dreck rum. So, ich habe noch mal was vorbereitet. Boom. Boom. Das waren dann alle. Such nach dem Essen. Rammpfeile, na endlich. Habt ihr etwas gefunden? Hol mir deinen Männern etwas zu essen. Wo sind die Vorräte? Im Turm habe ich keine gesehen. Hast du etwas gefunden? Nur ein paar mongolische Papiere bei einem toten Offizier. Zeig her. Du kannst das lesen? Wenn sie auf Chinesisch sind, kann ich sie entziffern. Seit wann? Seit ich Sun Tzu lesen musste. Das hier war nur ein Zwischenlager. Sie nehmen alles mit. Aufs Meer. Die Boote sind in der Bucht. Wir schaffen es nie dorthin. Easy schaffen wir es dorthin. Du bist verrückt. Was hast du dir denn ausgedacht? Sehen wir uns die Gegend mal an. Erstmal auskundschaften. Die Mongolen haben kleine Boote am Strand. Wir könnten eins stehlen. Müssten aber mitten durch ihre Armee. Mhm. Oder? Zu viele Barrieren und Schützen. Ein Frontalangriff wäre Selbstmord. Ich schicke meine Männer nicht an die gegnerische Front. Boah, da ist echt einiges los da unten, gell? Ein Brandpfeil könnte den Sprengstoff zünden. Das weckt ihre Aufmerksamkeit. Sie sollen sich ja vom Strand abwenden.
Haben wir noch ein großes Schiff? Okay. Schick deine Schützen auf die Klippe. Sie beschäftigen die Mongolen und wir stehlen das Boot. Perfekt. So machen wir es doch. Sie wissen nichts von unserem Sieg am Fort. Also warten Sie auf Verstärkung, die nicht kommen wird. Lenkt sie ab, bis wir ein Boot gestohlen haben. Dann zieht euch in den Wald zurück. Achtet auf meine Fackel. Sie ist euer Angriffssignal. Suchen wir einen Weg zum Strand. Nice. Gehört. Wir enttäuschen dich nicht. Durch dort kämpfen zu sehen, let's go. Fürst Naga aus Turnier erinnert. Du wolltest um jeden Preis gewinnen. Es war ein Wettkampf. Du hast auch hart gekämpft. Wirklich? Worauf willst du hinaus? Auf nichts. Ich denke nur. Noch mehr Vorräte. Darüber nice. Reden wir später. Falls wir überleben. Deine Männer sollten in Position sein. Jetzt die Fackel. Los, Männer. Holy. Ich wusste, dass es klappt. Shit. Schau dir das Feuer an. So, müssen wir unauffällig bleiben? Dann Attentat. Gute Nacht. Ah, da können wir nicht lang. Ich glaube, wir schwimmen eine Runde. Schwimmen an allen vorbei. Wir müssen schnell sein. Nimm ein Ruder. Gerade noch R2 gedrückt, ne? Bevor sie mich entdeckt hatten. Ja, irgendwie sehe ich nichts. Das Feuer hat sie abgelenkt. Ah, okay. Wir schleichen uns hinein. Pfeile, okay. Ja, normale Pfeile. Ich glaube, Brandpfeile wären auch ein bisschen zu auffällig. Hätte nicht gedacht, dass das Duell dich so ärgert. Jetzt weißt du's. Kein Glück. Du hättest es mir sagen sollen. Unsere Wege hatten sich getrennt. Egal. Kein Essen hier. Irgendwelche Vorräte? Okay, kein Essen hier. Rauchbomben haben wir aber hier. Pfeile haben wir hier. Munition haben wir hier. Nice. Leder. Weg drumherum. Sehr schön. Überraschen wir sie. Rauchbomben. Wir müssen schnell sein. Nice. Hoppala. Hab ich nicht gesehen. Gekontert. Nice. Aber hier so schön ist. Hast du deinen Bogen? Du deinen nicht? Wir haben meine Leute. Headshot. Ach, ich geh einfach rüber. Kein Bock auf Fernkampf. Ich bin Nahkampf-Ninja. Mehr Mongol. Auf sie. Geil, pass auf. Alle in der Reihenfolge. Pam, pam. 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 Pam, pam. Hahaha, alle drei. Genatzt. Sind hier keine Vorräte? Bleibt nur das andere Schiff. Such du hier. Ich auf dem anderen. Vorsichtig. Geil. Geil, geil, geil. Ich liebe diesen Angriff einfach. Hier haben wir Bomben, haben wir alles voll. Das haben wir auch alles voll. Was haben wir hier? Rauchbomben ist alles voll. Ist alles voll bei uns. Sehr schön. Ich glaube, ich gehe aber auch tatsächlich mit den Rauchbomben. Also wenn wir das hier... Windglockenböller, Schwarzpulverbomben... ein bisschen langweilig. Okay. Sehr schön. Einmal rüber da.
Ah, so war das nicht geplant. Hoppala. Und Attentat. Gute Nacht. Attentat. Gute Nacht. Und noch eins. Und last but not least. Nicht schlecht. Aber auch nicht gut. So, wir könnten jetzt den Bär da drin killen. Und könnten uns dann das Fell mitnehmen. So. Das ist nämlich für ein Beutel-Upgrade oder auch für Waffen echt wichtig. Perfekt. Nehmen wir alles mit. Da ist noch ein Vorrat. Nehmen wir auch mit. Super duper. Schickt auf Befehl des Khans 1000 Männer nach Norden in die Toyotama-Region. Haltet die Versorgungslinien der Itsuhara-Region aufrecht, die Befehlsgewalt erhalten. Bla bla bla. Okay. Sieht wie Schlachtpläne aus. Ich sollte zu Ryoso. Keine Lebensmittel zu sehen. Es muss etwas da sein. Nicht gut. Da hat er einfach die Tür aufgemacht. Hätte er mal nicht machen sollen. Rüber zu Ryoso. Ah, ah. Erst loote ich ihn und dann beende ich den beiden. Nice. Wo ist Ryoso? Wo ist er denn hin? Ist er da drin vielleicht? Das ist da. Da ist er ja. Ryoso. Ich gebe nie auf. So, macht man das. Ich hätte diesen Mongolen gehabt, wärst du nicht aufgetaucht. Ha, ja, natürlich. Hast du gesehen, wie dick der war? Daher ist unser Essen verschwunden. Oh shit! Feuerpfeile! Was? Sie verbrennen unser Essen! Ryoso, wir müssen weg! Kannst du schwimmen? Ich muss. Ali hopp! Spring! Suchen wir uns Deckung. Sie sind noch hinter uns her. Da vorne ist ein gutes Versteck. Ich habe meinen Männern Essen versprochen und komme mit leeren Händen. Zum zweiten Mal. Schon einen Weg. Wie viele werde ich bis dahin noch verlieren? Oh oh. Das hier könnte vielleicht helfen. Mongolische Schlachtpläne. Sieht man darauf Nachschublinien? Es gibt eine Karte. Immerhin. Gib sie mir. Wir tun das gemeinsam. Du hast deine eigenen Probleme. Und ich bin ihr Anführer. Ich brauche sie, Jin. Und ich brauche dich bei Burg Kaneda. Ich werde da sein. Nice. Ein weiterer Verbündeter? Ich darf dich nicht kommen sehen. Dich auch nicht. Und wir haben abgeschlossen. Die Geschichte von Ryoso. Nice. Sehr schön. Dann sage ich an der Stelle, vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass du wieder mitgefiebert hast und mit dabei warst. Vielen Dank für deine Unterstützung. Lass mir gerne ein Like, Bewertung, Kommentar, ein Abo da. Ich würde mich riesig freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.